Auch der Auftakt des Finstra Cup ist garantiert. Am Sonntag findet in Sulden der erste Riesentorlauf der Saison statt. Ebenfalls sicher ausgetragen wird am kommenden Mittwoch das erste Südtiroler Europacup-Rennen in Oberecken. Die fürs Wochenende im nordischen Skizentrum von Montebana in Gröden geplanten Europacup-Rennen der Langläufer mussten hingegen wegen Schneemangel abgesagt werden. So auch der Europacup der Snowboarder, der in Racinx auf dem Programm stand. Die Rennen sollen nun am 4. und 5. Februar 2012 nachgetragen werden. Zuvor schon waren die Weltcuprennen am Carapaz auf 21. und 22. Dezember verschoben worden. Dem Wetter zum Opfer gefallen ist auch der Biathlon-Italien-Pokal an diesem Wochenende in Martel. Ridnaun wird hingegen den IBU-Cup planmäßig durchziehen. Am Samstag ab 10 Uhr finden die Einzelwettkämpfe der Frauen und Männer statt, am Sonntag die Sprintrennen. Keine Probleme gibt es für den Skicross-Weltcup am 17. und 18. Dezember auf der H&O-Piste in Innichen. Während heute der Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler, der nächste Woche in Latzfons auf dem Programm stand, abgesagt werden musste. Ja, schade. Vor einer Woche, also bei der Pressekonferenz in Innsbruck, hat alles noch hoffen lassen, dass Dächter in die Glassummer, also Windreinbruch, Kältewelle eintritt, aber für den ist nicht Sommer. Es ist ein bisschen Schnee gestöbert. Nur oben die Nächte mit 3, 4, 5 Grad maximal und haben angefangen zu schneien. Es haben wir haben ca. 300 Meter der Bahn eingeschneit. Wir haben eine zweite Schneekanone im Einsatz, eben, die uns die Gemeinde Fahren zur Verfügung gestellt hat. Dankenswerterweise. Wir haben alles drum gesetzt, um trotzdem das Rennen zu machen. Alle anderen Vorbereitungen sind eigentlich getroffen. Es könnte alles also werbemäßig starten werden, Radio, Plakatierungen, Transparente und so weiter. Es war wirklich alles soweit bestens organisiert. Vorbereitet durch das Organisationskomitee, aber wir können nicht gegen Wetter eben mit Gewalt durchgreifen. In erster Linie steht einfach der Sportler, der Athlet und die Sicherheit muss gewährleistet sein, wenn wir es einschneiden. Möglicher Ausweichtermin sind der 6., 7. und 8. Jänner 2012.